Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kötz. Ja, eine Freitagsfolge, ne? Wünsche mal einen schönen Freitag. Ich habe ja letztes Mal nur 6 Folgen aufgenommen gehabt. Ist aber egal, das macht nichts. Also, es gab ja ein Update. Und eine große Neuerung ist, dass zum Beispiel, ja, die Katze nicht, aber hier kommen wir nicht rauf. Die Schläuche und Kabel angeschlossen sind am Traktor jetzt. Das ist neu. Die hängen nicht mehr in der Luft. Das ist neu. Ja, das ist die größte Neuerung, was ich jetzt wüsste. Ja, da auch noch einige Sachen behoben, ne? Ja, patchmäßig. Wer möchte, kann das Patch sich anschauen. Bei Steam kann man zum Beispiel das sich nachlesen. Also mir würde jetzt nichts aktuell nicht einfallen, was jetzt aktuell behoben wurde. Also die Erweiterung mit dem Anhängen des die Geräte, Schläuche und andere Bewindung. Tja, ich habe letztes Mal versucht, gestern versucht, Lenkung wurde die Zentrierfeder hinzugefügt. Man kann jetzt das einstellen. Ja, das wurde auch noch gemacht, Lenkung. Ja, was habe ich jetzt vor? Ich wollte ja gestern Phosphat kaufen, Kalium und Stickstoff. Diese Sorte 15, 15, 15, die drei Anteile, hat ja nicht geklappt. Ja, es lag wahrscheinlich ein Bug oder so, keine Ahnung. Jedenfalls konnte das erst bei mir im Lagerprinzip das normal anschalten, dann war es weg. Oben rechts hier ist ja eigentlich über den Tacho eine Anzeige für Dünger. Wenn da noch angezeigt wird, ob es 0,0 ist, dann bekommt man nur dieselbe Sorte gekauft und das ist ja dann ungünstig, ne? So, ich fahre jetzt los zum Händler. Wir haben ja jetzt März. Heute kaufen. Dann schlafen. 3 Wochen oder so. Und dann nochmal die 15-15 düngen. Wahrscheinlich auch in 2 Mengen. Mal sehen. Ich habe ja nur 4 Felder. Zaummäßig. Bisschen mehr. Lauter. Nö, das auch passt, ne? Guck mal links, ne? Kommt keiner. Rechts auch nicht. Drüber. Ja. Anscheinend wurde was mit der Grafik gemacht. Bessere Performance. Hoffen wir mal, ne? Ja, im März sollte noch eine weitere Neuerung kommen. Schauen wir. Der Update für was angekündigt für Februar. Hat sich auch ein bisschen verspätet gehabt. In Anführungszeichen ein bisschen. Aber ist immer so. Solange was kommt, ist es gut. So, von links fällt schon ein bisschen schon kräftig gewachsen. Und rechts, naja, ein bisschen wenig. Wie gesagt, düngermäßig war rechts viel zu Stickstoff sehr viel. Quatsch, Phosphat. Die alten Felder waren noch gut gedüngt von letztes Jahr, da war noch ein bisschen zu sehen. Und die neuen Felder war Phosphat komplett bei Null. Ja, die Lenkung ist. Ja, gut. Das kann man sich eh einstellen von der Empfindlichkeit her. Kann man sich dann gewöhnen, ne? Es sollte nicht zu empfindlich sein, aber auch nicht zu weitläufig. Denn wenn ich die Lenkung ansetze, dann muss es reagieren, ne? Und ich könnte noch ein bisschen empfindlicher machen, also. Rüber. Ich wollte erst bremsen, irgendwie hat nicht geklappt. Ja, schauen wir jetzt die Woche, also jetzt die nächsten Aufnahmen. So plane ich jetzt immer ganz grob. Also heute kaufen und wenn ich schaffe, auch schlafen gehen. Dann morgen Start, fahren
zu den Feldern und dann entsprechend düngen. Nach Möglichkeit alle vier Felder. Und dann wieder schlafen gehen. Mal schauen, 14 Tage oder 3 Wochen. Wenn Düngergabe noch erforderlich sein sollte, nochmal düngen. Ansonsten zur Ernte vorbereiten. Wir haben ja jetzt aktuell Mitte März. Also nur rein theoretisch, also von der Zeit her gesehen. Im Juni ist theoretisch die erste Ernte möglich, also von der Zeit her. Abhängig von der Region und Wärme. Also Mitte Juni ungefähr, schätze ich mal, könnten wir ernten. Ob das rein realistisch möglich ist? Ich sage, es ist eine Karte im Norden, das ist eher nicht möglich. Juli, den Dreh. Natürlich, wenn es jetzt extrem trocken ist, dann kann es sein, dass es notreif wird. Aber ich plane mir jetzt ein, dass wir noch im April düngen werden. Ein zweites Mal. Also jetzt düngen wir sowieso nicht. Wir haben gerade gestern gedüngt. Also in-game, also im Prinzip in der letzten Folge. Junge hat die Tür nicht zugemacht. So, Bremse. C. Das muss er ganz schön gezogen haben. Fenster, Tür, na. Deswegen war auch so laut. Hab mich schon gewundert. Was wählen wir? Ladegut heißt 1515. Kostet 405. Was kostet der? Billiger. Aber ich brauche einen 1515, das ist ja so. Und dann Start. Ich nehme euch die 3000 Liter, werden wir brauchen. Und das Geld wird näher knapp für ein Dreschausleih. Muss ich zur Not was verkaufen? Wir haben ja noch Gerätschaften, die wir mal verkaufen könnten. Zur Not. Oder den kleinen Traktor, den wir aktuell gerade fahren. Ist das hier die Reifen schärfer geworden? Kann täuschen, ne? Also innen drinne der Tacho ist immer noch verschwommen leicht. Das könnte besser sein. Und diese Anzeige rechts mit Feststoffdünger NPK 15 wird ja nur angezeigt. Letztes Mal hat er auch angezeigt bei 0,0 und das war wahrscheinlich der Grund, warum er Anna nicht kaufen konnte. Wir hatten ja Phosphat drin gehabt, 46. Und den wollte ich ja nicht wieder kaufen. Das war ja nicht notwendig. Ich habe ungefähr das so Niveau erreicht, dass alles ungefähr gleich groß ist, in etwa. 15 können wir gleich mal einstellen. Okay. Können die Eingabe erhöhen. Rund 300 Kilogramm. F Quickslot zuweisen. Also F. Stimmt hier eine Tastatur irgendwas nehmen. Na, das machen wir jetzt nicht, das bringt jetzt keine Probleme. Ja, Freitag, ne? Für morgen. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Wenn ich das morgen vergessen sollte. Kann mir leider passieren. Das ist leider so. Bitte zu entschuldigen dafür. Das ist die erste Folge anfange. Also heute wäre ja Freitag. Da ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich die erste Folge beginne, das ist meistens schon bisschen aufregend dabei, gucken, aha, Ton, ne, Ton. Ton ist A und O, also vor allem ich. Und geben Sound, ne, muss auch da sein. Das hatte ich heute auch gemerkt. Er hat den Ton nicht angezeigt im Menü, also im, ne, also ist nicht ausgeschlagen, der Regler. Und das ist dann schon mal ein Zeichen, dass kein Ton da ist, ne? Also ich höre schon Ton. Ihr wird den bedingt hört über mein Mikrofon, aber halt zu wenig, ne? Und das ist dann
nicht zielführend, ne? Und wenn ich sowas übersehe, das ist schlecht. Da heißt ich immer gucken, Kontrolle, wo ich denke auch nicht mehr dran, aber so geht ruckzuck geht das. Eine Folge nach der anderen, ne? Manchmal. Bremst schwer. Muss ich mal wieder ein bisschen erstellen. 1,09. Ja. War aktuell heute auch der Preis für Diesel. Wahnsinn. Ich meine, gut, wenn ich überlege, Ende des Jahres war knapp. Ja, knapp drüber, unter dem Euro, ne? Aber jetzt hat er sich wieder erholt auf 1,9, 1,10, 1,12 hat man jetzt letzte Woche gehabt. Diesel. Benzin ist, oder Superbenzin ist ein bisschen teurer, Patient. Aber ich sag mal so, wenn ich mir heute ein neues Auto kaufen würde, ich habe mir heute nicht mehr eins angeschaut. Preise, Ausstattung und so, das ist mal interessant. Was ich eigentlich mal vorher wissen will, bevor ich überhaupt was plane. Ne? Also ich habe angeschaut, heißt nicht, dass ich morgen kaufen werde. Also so ist das nicht. Das wird überlegt sein. So, da habe ich schon mal geschaut. Bin nicht genau, ich weiß nicht genau, ob ein Dacia so ähnlich wie Blau. Sind ja im Preis recht günstig. Ne? Das ist im Grunde Renault-Technik. Ich will jetzt auch die alte, aber doch von Renault ist ja die Firma. Ne? Der Acker ist rechts. Ja, das ist ungünstig, ne? Dann sehen wir nichts. Ach, da fahren wir über einen Händler. Über einen Lohner. Linke haben wir keinen. Müsst ihr jetzt nicht. Ne, geht nicht. Aber die Lenkung ein bisschen fester in der Zeit. Mein Eindruck. Es sollte auch nicht so leicht gehen, ne? Aber dass man im Spiel schon mal einstellen kann, das ist nicht schlecht. Zentrierfeder ist das, wenn man eine Feder ist ja in dem Sinne nicht. Das ist ja eher ein Motor, der den Widerstand bringt. Also ich fahre jetzt Richtung Hof. Ich war schon kurz dabei und Mensch, ja düngen? Nee, düngen wollen wir 14 Tage oder 3 Wochen. April, dann haben wir vielleicht Mai. Ich weiß ja nicht genau, wie das mit dem Reifegrad wird. Ich habe es ja im Herbst ausgesät, ne? Dadurch ist es schon gewachsen, sonst wäre er nicht so weit. Weil er sagt mir auch nicht Wintergetreide an, sondern Sommergetreide. Und bin ich ein bisschen irritiert. Bisschen. Richtig Frost hatten wir ja nicht, gab Silvester, da war ja nur gerade mal 0,03 oder so, minus 0,03 oder so. Also ganz leichten Frost. Ich weiß ja nicht, wie weit die Entwicklung hier schon ist, ob die auch Schnee darstellen können. Das hat man neulich gelesen, also neulich schon eine Weile her, hat mal einer geschrieben, Schnee haben sie noch nicht hingekriegt. Vom Wetter her. Wäre jetzt nicht so wichtig wäre, dass das Pflanzenwachstum so passen würde. Also nur neuen Fruchtsorten, die im März kommen sollen, das wäre Raps, Hafer und Sonnenblumen. Das wäre eine kleine Abwechslung. Vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht wegen der Fruchtfolge. Ne? Das kann ja auch irgendwann mal soweit sein. Das ist ja logisch, ne? Wenn man jetzt hier Raps draufbringen würde, wäre eine Ölfrucht. Braucht ja andere Nährstoffe wie Getreide. Natürlich auch andere Preise, ne? So, fahren wir wieder rein, Unterstand. Können wir vorwärts fahren? So. Da sind wir. Handbremse. Ach, das kann man hier auch sehen, eine Anzeige. So.
So, ausmachen. Aussteigen. Ja. Entschuldigung. Ja, das ist so, ne? Das haben wir, ja. Gut, schau, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Und fleißig reinklicken. Und da kommen wir nicht rein. Tja, morgen geht's hier weiter. Nachdem ich geschlafen habe, morgen früh. Und dann, ja, die Felder halt düngen, ne? Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss. Winke, winke.